Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Es geht mir dabei um Teacher Noticing und um die Frage, inwiefern es wirklich ein zentrales Konstrukt der Lehrerprofessionsforschung ist. Und damit verbunden, was sind Chancen und Herausforderungen, wenn man dieses Konstrukt in der Lehrerprofessionsforschung ernst nimmt? Die Bedeutung von theoretischen Konstrukten für das, was wir forschen und überhaupt erst als relevanten Forschungsgegenstand wahrnehmen, wurde schon häufig betont. In diesem Sinne framed auch Miriam Shereen den einleitenden Beitrag zu Teacher Noticing in dem Sammelband von 2011, der das Konstrukt ja erst so richtig bekannt gemacht hat. Theoretical constructs are the cornerstones on which the advancement of any field rests. Constructs are not valued simply in terms of whether they are right or wrong. Instead, they are valued by their usefulness to the field, by enabling researchers to reconceptualize their endeavors and to shift, sometimes in subtle ways, the focus of their attention. Such constructs may not be entirely novel. They may be consistent with previous ideas and yet bring to light new research questions and new methodological approaches. Es geht also um die Nützlichkeit für den Forschungsbereich und darum, unsere Aufmerksamkeit auf was Entscheidendes zu fokussieren, in dem Fall auf was Entscheidendes für die Lehrerprofessionsforschung. Und damit eben auch neue Forschungsansätze und Fragen hervorzubringen. Shireen nimmt dann das fachdidaktische Wissen, also das PCK, als Beispiel für ein solches Konstrukt. Ich denke, da sind wir uns recht schnell einig, dass das passt. Beim Teacher Noticing, da ist es zumindest noch nicht so klar. Um meine Überlegungen dazu vorzustellen, werde ich das Ganze erstmal kurz in die historische Entwicklung der Lehrerprofessionsforschung einordnen, dann das Konstrukt vorstellen und anschließend die Forschungslandschaft dazu anhand von zwei sehr unterschiedlichen Studien so ein bisschen abstecken und dabei verschiedene Perspektiven auf das Konstrukt aufzeigen. Ich setze dann noch einen Schwerpunkt, den ich für besonders relevant halte, für die Teacher Noticing-Forschung und auch darüber hinaus. Und schließen werde ich dann mit einem Fazit zu Chancen und Herausforderungen. Also, wir beginnen mit der kurzen historischen Einordnung, um zu verstehen, warum Teacher Noticing eine zentrale Rolle für die Lehrerprofessionsforschung spielen könnte. Die Kernfrage der Lehrerprofessionsforschung ist ja, was macht eigentlich eine gute Lehrkraft aus? Und diese Frage, die wird schon seit über 100 Jahren empirisch untersucht, und zwar mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen. Häufig wird dabei ja sogar von verschiedenen Paradigmen gesprochen. Beeinflusst von Persönlichkeitstheorien lag der Fokus da zunächst hauptsächlich auf der Persönlichkeit als entscheidender Ansatzpunkt dafür, was eine gute Lehrkraft ist. Und diese Idee, die wird mit dem Zitat, was Sie hier auf der Folie sehen, ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Lehrer erzieht mehr durch das, was er ist, als durch das, was er weiß und tut. Man hat also nach stabilen, situationsunabhängigen Persönlichkeitseigenschaften entsprechenden Unterrichtsstilen gesucht, die lernförderlich sind. Es hat sich aber gezeigt, dass die meist durch Tests und Fragebögen erfassten Persönlichkeitsmerkmale Unterschiede in der pädagogischen Wirkung, also zum Beispiel Lernerfolg, alleine nicht gut erklären. Als Antwort auf dieses Problem rückt er dann in den 60er Jahren unter dem Einfluss des Behaviorismus das konkrete Lehrerhandeln im Unterricht in den Vordergrund. Und dabei wurden durch Unterrichtsbeobachtungen, später dann auch mit Hilfe von Videos, sichtbare Prozesse erfasst, also zum Beispiel Anzahl von Fragen oder Feedback. Und diese wurden mit verschiedenen Produkten wie Lernerfolg oder Steigerung der Lernmotivation durch Korrelation in Verbindung gebracht. Dadurch konnten dann wichtige Aspekte von Unterrichtsqualität empirisch gestützt werden. Und dieser Ansatz, der wurde ja zu Angebotsnutzungsmodellen weiterentwickelt und die liegen ja den meisten neueren Studien zur Unterrichtsforschung zugrunde. Allerdings ist dabei ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, was die Lehrkraft eigentlich ausmacht, die den guten Unterricht macht. Und dann geht die Geschichte so weiter. Unter dem Einfluss von Kognitivismus und der Expertiseforschung rückte dann die Person der Lehrkraft wieder stärker in den Mittelpunkt. Dieses Mal stehen aber nicht so sehr Charaktermerkmale, sondern kognitive Merkmale im Vordergrund, die eben dem professionellen Lehrerhandeln zugrunde liegen. Die Expertiseforschung hat nämlich ausgehend von der Untersuchung von Schachmeistern
Expertinnen, Experten in unterschiedlichen Domänen, zum Beispiel auch der Medizin, in den Blick genommen und dabei untersucht, wie sich diese Experten bei repräsentativen Aufgaben von Novizen unterscheiden. Dieser Ansatz, der wurde dann zum Beispiel 1986 von Leinhard und Greenow auf den Lehrerberuf übertragen und da eben die Lehrkraft als Expertin für die komplexen unterrichtlichen Anforderungen angesehen. Ja, und weil sich professionelles Wissen, vor allem in akademischen Domänen, häufig als entscheidend für Expertise gezeigt hat, wurde professionelles Wissen von Lehrkräften in den Fokus gerückt. Gerade auch im Rahmen von großen Studien wie QuAktiv, TEDSM oder den Studien der Michigan Group. Wurde da eben dann basierend auf dem Modell von Shulman professionelles Wissen, insbesondere fachdidaktisches Wissen von Mathematiklehrkräften konzeptualisiert und operationalisiert. Ja, und im Zuge dessen konnten dann Effekte von fachdidaktischem Wissen auf Unterrichtsqualität und auch auf Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern gezeigt werden. Ja, wenn die Geschichte so erzählt wird, muss man allerdings sagen, dass hier die Interaktion von der Person mit der Anforderungssituation, die in der Expertiseforschung eigentlich auch im Vordergrund steht, so ein bisschen zu kurz kommt. Tatsächlich spielen in der Expertiseforschung ja nicht nur professionelles Wissen, sondern insbesondere auch Informationsverarbeitungsprozesse eine wichtige Rolle. Ein wichtiges Merkmal von Expertise im Schach ist zum Beispiel, dass bestimmte Figurenkonstellationen wahrgenommen und interpretiert werden und dadurch dann eben neue Stellungen schnell eingeschätzt werden können. Die Idee, dass domänenspezifisches Wahrnehmen und Interpretieren von Situationen eine wichtige Komponente von Expertise ist, die ist gut dokumentiert, zum Beispiel auch für Ärzte oder Archäologen. Und diese Idee, die haben zum Beispiel Berliner und Carter schon 1989 auf Lehrkräfte übertragen und untersucht, wie sich da Experten und Novizen in der Wahrnehmung und Einschätzung von Unterrichtssituationen unterscheiden. Damals wurden Unterrichtsdias tatsächlich eingesetzt dafür. Und da hat sich gezeigt, dass Experten da eher auf Arbeitsaktivitäten von Schülerinnen und Schülern fokussiert haben und Novizen sich eher konzentriert haben auf didaktisch irrelevante Einzelheiten. Entsprechend hat auch Weinert in seiner Beschreibung des Expertenparadigmas betont, es ist keineswegs nur das im Gedächtnis gespeicherte Wissen. Entscheidend ist vielmehr, dass mithilfe dieses Wissens vom Lehrer mentale Situationsmodelle gebildet werden können, die es ihm oder ihr gestatten, aus der Vielzahl der Informationen im Klassenzimmer die relevanten auszuwählen und zu verarbeiten. Und damit beschreibt er schon die Bedeutung von Teacher Noticing. Es ist ein Konstrukt, das den Fokus darauf lenkt, wie professionelles Wissen in der beruflichen Anforderungssituation effektiv wird. Es berücksichtigt das Denken der Lehrkraft und den unterrichtlichen Anforderungskontext und verbindet damit die kognitive und die situierte Perspektive darauf, was eine gute Lehrkraft ausmacht. Und damit ist das Konstrukt zumindest schon mal in diesem Sinne zentral für die Lehrerprofessionsforschung, als dass es eben mitten in diesem Spannungsfeld steht, was die Lehrerprofessionsforschung historisch geprägt hat und es auch immer noch tut. Okay, aber jetzt erstmal noch mal einen Schritt zurück. Was genau ist eigentlich Teacher Noticing? Wie gesagt, die Idee dazu, wie meistens bei solchen Konstrukten, ist nicht ganz neu. Deutlich herauskristallisiert hat es sich 2008 auf einer Konferenz in den USA um die Gruppe von Shireen, Van Ees und Kollegen, basierend auf den Ideen zur Professional Vision von Goodwin. Durch die Arbeit mit Unterrichtsvideos in der Lernensausbildung wurde da klar, dass das Identifizieren von relevanten Aspekten in Unterrichtssituationen was ganz Entscheidendes ist für Expertise von Lehrkräften. Beschrieben wurde Teacher Noticing von Shireen und Kollegen dann als das Zusammenspiel von zwei Prozessen. Die Aufmerksamkeit auf relevante Aspekte einer Unterrichtssituation richten und diese interpretieren. Kurz Selective Attention und Knowledge-Based Reasoning. Ja, da kann man jetzt natürlich fragen, warum soll das Interpretieren denn auch zum Noticing gehören? Tatsächlich wurde Noticing vor allem am Anfang auch nur als Selective Attention konzeptualisiert. Aber wir wissen aus der Kognitionspsychologie, dass Wahrnehmen sowohl ein Top-Down- als auch ein Bottom-Up-Prozess ist. Es ist also nicht unbedingt so, dass man etwas wahrnimmt und dann erst anfängt, Wissen zu aktivieren und zu interpretieren, sondern unser Wissen und Denken steuert auch unsere Wahrnehmung,
gerade bei Expertinnen und Experten. Wenn wir zum Beispiel Brüche unterrichten und über Fehlvorstellungen Bescheid wissen, dann antizipieren wir ja bestimmte Fehler und nehmen die dann auch verstärkt wahr. Dementsprechend argumentieren Therine und Kollegen, dass diese beiden Prozesse eben auf kognitiver Ebene stark integriert sind und deshalb beide zum Teacher Noticing gehören. Ja, und wie das mit Konstrukten vor allem im Entstehungsprozess so ist, tauchen sie so oder so ähnlich unter verschiedenen Namen auf. Beispiele sind in dem Fall Professional Vision, PID, auch situationsspezifische Fähigkeiten genannt oder Situation-Specific Cognitive Skills und auch Analysekompetenz. Abgesehen davon, dass der Fokus ja teilweise auf unterschiedlichen Prozessen ist, also hier ist ja zum Beispiel das Entscheiden mit dabei, hier ist das Analysieren eher im Fokus. Abgesehen davon sieht man dieser Vielfalt an Bezeichnungen auch die unterschiedlichen Perspektiven an, in dessen Spannungsfeld sich das Konstrukt befindet. Also handelt es sich eher um Prozesse, kognitiv oder in der Interaktion mit der Situation, oder um Fähigkeiten, um eine Kompetenz, die ein Merkmal der Lehrkraft darstellt. Wird also das Kognitive oder das Situierte betont? Oder beides, wie in dieser Konstruktion hier, Situation-Specific Cognitive Skills? Und wird es als holistisches Konstrukt angesehen oder als eine Zusammenfassung von Einzelkomponenten? Die Antworten auf diese Frage, ja, die werden nicht zuletzt davon abhängen, welche Forschungsperspektive und Ziele die Person hat, die man fragt. Ja, und genauso wie wir in unserer Disziplin verschiedene Bezeichnungen für die gleiche Idee haben, werden eben auch gleiche Bezeichnungen für unterschiedlich verwendet. Einerseits ist es so, dass teilweise nur das Wahrnehmen als Noticing bezeichnet wird und gleichzeitig an anderen Stellen auch das Entscheiden Teil von Noticing ist. Außerdem werden die Prozesse teilweise unterschiedlich bezeichnet und verstanden. Wahrnehmen ist erstmal ein sehr breiter Begriff, denn in der Regel geht es aber hier eher um bewusstes Wahrnehmen. Man soll ja seine Aufmerksamkeit richten auf relevante Situationen und nicht einfach nur unterbewusst irgendwas wahrnehmen. 2017 nannte Shireen die Komponente dann deshalb etwas fokussierter und gesteuert identifizieren. Und auch das Interpretieren wird unterschiedlich gefasst. Zum Beispiel beinhaltet es teilweise explizit Bewertung, teilweise nicht. Ja, und unterschiedliche Konzeptualisierungen in der Forschungslandschaft zum Teacher Noticing, die beziehen sich auch darauf, was diese relevanten Aspekte sind, um die es geht. Also Noticing bezogen auf was? Man kann natürlich ganz unvoreingenommen mal untersuchen, was Lehrkräfte so für relevant halten im Unterricht. Das wird auch gemacht. Aber ursprünglich wurde in den USA vor allem Teacher Noticing in Bezug auf Students Mathematical Thinking in den Blick genommen. Das hängt mit der damaligen Curriculumsreform dort zusammen. Und zwar ging es da eben darum, dass Lehrkräfte stärker die mathematischen Ideen ihrer Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen und ihren Unterricht flexibel darauf ausrichten. Als ich 2014 auf der PMI-Konferenz in Vancouver in der Working Session Teacher Noticing, a Hidden Skill of Teaching war, da ging es in der Gruppe um Chuck, Fischer und Wilhelm beim Teacher Noticing eigentlich nur um Student Thinking in der Grundschule, ohne dass es so richtig explizit so benannt wurde. Man wurde da aber als exotisch betrachtet, wenn man Teacher Noticing breiter verstanden hat. In dem Buch, was 2017 dann aber basierend auf dieser Working Session erschienen ist, da ist Teacher Noticing deutlich breiter gefasst. Wahrscheinlich heißt es deshalb Teacher Noticing, Bridging and Broadening Perspectives, Contexts and Frameworks. Also weitere mathematikdidaktische Aspekte von Unterricht, die fokussiert wurden, sind zum Beispiel Umgang mit Repräsentationen, Einsatz von Aufgaben oder auch der Umgang mit Schülerfehlern. Teilweise werden aber auch breitere Modelle von Unterrichtsqualität zugrunde gelegt, entweder fachspezifisch oder auch allgemeinpädagogisch. So, und jetzt kommen wir zur Operationalisierung von Teacher Noticing und da wird es jetzt an der Zeit, so ein bisschen konkreter zu werden. Deshalb werde ich jetzt mal anhand von zwei sehr unterschiedlichen Studien zeigen, wie Teacher Noticing erfasst wurde und wird und Ihnen damit das Spektrum so ein bisschen aufzeigen.
Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um eine Studie von Russ und Luna von 2013. Da wurde Teacher Noticing als sogenanntes In-the-Moment Noticing im realen Unterricht erfasst. Die Lehrkraft hatte beim Unterrichten da eine Kamera auf dem Kopf, also die war an so einer Mütze befestigt und sie hatte eine Fernbedienung am Gürtel. Und wenn jetzt irgendwas Interessantes passiert ist, dann sollte sie den Knopf drücken. Das bedeutet dann, dass die letzten 30 Sekunden bis zu diesem Zeitpunkt als Videoclip gespeichert wurden. Gleichzeitig nahm eine andere Kamera die gesamte Unterrichtssituation auf, sodass die Forscherinnen da auch den gesamten Kontext hatten. Und im Anschluss an diese Unterrichtsstunde wurde die Lehrkraft dann in Form von einem Stimulated Recall anhand von diesen Videoclips dazu befragt, was sie da so interessant fand. Häufig werden für die Untersuchung von Teacher Noticing aber auch sogenannte Representations of Practice bzw. Vignetten eingesetzt, um eine künstliche Situierung herzustellen und um eben auch standardisiert bestimmte Unterrichtssituationen verwenden zu können. Das können Videos, Comics oder wie hier in der Studie mit Sebastian Kunze zusammen Textvignetten sein. Also in unserer Studie gab es da eine kurze Erklärung zum Kontext. Also im Wesentlichen in dem Fall Bruchrechnungen in Klasse 6. Und dann wurden in Form von fiktiven Transkripten Unterrichtssituationen dargestellt. Die Unterrichtssituationen in dieser Studie sind alle so konstruiert, dass die fiktive Lehrkraft in ihrer Instruktion Darstellungswechsel vornimmt, die aber aus fachdidaktischer Sicht kritisch zu sehen sind. Also in diesem Fall jetzt konkret wechselt die Lehrkraft zum Beispiel zur Erklärung dieser Addition von Brüchen zu einer Pizzadarstellung und stellt auch keine Zusammenhänge zur Rechtecksdarstellung her, die schon da ist, obwohl man da die Addition auch wunderbar hätte erklären können. Und mit der Frage, wie gut hilft diese Reaktion dem Schüler, der Schülerin weiter, beurteilen Sie den Umgang mit Darstellung vor diesem Hintergrund und begründen Sie bitte, wollten wir dann untersuchen, inwiefern Lehrkräfte diese Darstellungswechsel identifizieren und als kritisch einschätzen. So, jetzt haben wir zwei Studien angerissen. In beiden Studien wird also das Wahrnehmen und Interpretieren von Lehrkräften in Bezug auf Unterrichtssituationen erfasst, aber völlig unterschiedlich. Diese beiden Studien machen dadurch das Spektrum in der Teacher Noticing Forschung ganz gut deutlich. Sie sehen hier in der Tabelle nochmal verschiedene Operationalisierungsentscheidungen der beiden Studien gegenübergestellt. Beim Antwortformat sind sie nicht so unterschiedlich, wie sie sein könnten, denn da werden teilweise auch geschlossene Items verwendet, zum Beispiel von Seidel und Stürmer oder auch in TEDs Follow-up. Man sieht dennoch deutlich, dass sich die beiden Studien mit ihrer Forschungsperspektive im Spannungsfeld zwischen möglichst anforderungsnah versus standardisiert messbar unterschiedlich verorten lassen. Wenn wir also nochmal zurückgehen zu unserem Anfangsbild zum Teacher Noticing, dann wird wieder klar, dass verschiedene Forschende mit ihren Forschungsperspektiven und Zielen so ein bisschen an diesem Konstrukt zerren, das hier jetzt so schön in der Mitte steht. Also entweder hin zur kognitiven oder hin zur situierten Perspektive. Und weil da die Forschungsziele entscheidend sind, schauen wir uns jetzt mal an, was diese Studien denn untersuchen wollten und was sie dabei herausgefunden haben. Also uns ging es um Teacher Noticing speziell bezogen auf den Umgang mit Repräsentationen im Mathematikunterricht. Und dabei wollten wir Unterschiede zwischen angehenden und praktizierenden Lehrkräften im Sinne von zum Experten-Novizen-Vergleich untersuchen. Außerdem haben wir uns auch für Zusammenhänge von Teacher Noticing mit spezifischen Komponenten von Wissen und Beliefs interessiert, und zwar quantitativ und qualitativ. Es hat sich da dann tatsächlich gezeigt, dass praktizierende Lehrkräfte signifikant häufiger erfolgreiches Noticing in Bezug auf kritische Darstellungswechsel gezeigt haben als angehende Lehrkräfte. Und es haben sich auch unterschiedliche Korrelationen für diese beiden Gruppen gezeigt. Bei den praktizierenden Lehrkräften hat das spezifische Noticing korreliert mit Beliefs zur Bedeutung von Repräsentationswechseln für mathematisches Verständnis. Und bei den Lernstudierenden war es korreliert mit ihrem spezifischen Fachwissen. Das haben wir damit erklärt, dass die die Darstellung häufig gar nicht verstanden haben und schon dadurch an erfolgreichem Noticing gehindert wurden. Es hat sich nämlich auch in den qualitativen Analysen gezeigt, die wir noch gemacht haben. Da haben wir nämlich untersucht, welche Komponenten von
Wissen und Beliefs bei erfolgreichem bzw. nicht erfolgreichem spezifischen Noticing herangezogen wurden. Und in diesen Fällen, in denen das spezifische Noticing nicht gezeigt wurde, hat sich eben gezeigt, dass da ein Mangel an Professionswissen, aber auch unangemessene Beliefs hinderliche Faktoren sein können. Wir schauen uns zur Illustration da mal einfach eine Beispielantwort an zu der vorhin gezeigten Vignette. Also das war eine Lehrkraft, die das geschrieben hat. Ich lese kurz vor. Ich denke, eine klare Trennung von Multiplikation und Addition ist hier sinnvoll. Der Schüler merkt so, dass er beim Addieren anders vorgehen muss. Er denkt an die Pizza als beim Multiplizieren Quadrate. Dabei eine andere Form der Darstellung zu wählen, ist deshalb, denke ich, sinnvoll. Also hier sieht man, die Lehrkraft richtet klar ihre Aufmerksamkeit auf den Repräsentationswechsel, aber sie sieht ihn nicht kritisch, sondern sie zieht inhaltsspezifische Beliefs heran, die sie daran hindern, die kritische Rolle von diesem Darstellungswechsel für das Verständnis der Lernenden zu erkennen. So, also diese hier jetzt sehr knapp zusammengefassten Studienergebnisse, die kann man genauer in unserem Artikel in Educational Studies in Mathematics nachlesen. Und außerdem stehen die aber auch exemplarisch für eine ganze Reihe von ähnlichen Ergebnissen in der Noticing-Forschung. Diese Ergebnisse, die werden beispielsweise im Überblicksartikel von Starnke und Kollegen von 2017 gut zusammengefasst. Also es hat sich immer wieder gezeigt, dass Expertise und Berufserfahrung eine wichtige Rolle spielen für Teacher Noticing. Außerdem wurden verschiedene Komponenten von professionellem Wissen und Beliefs als Prädiktoren für Teacher Noticing identifiziert und zusätzlich wurden auch Zusammenhänge mit Unterrichtsqualität und auch dem Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern gezeigt. Ja, Russ und Luna, die hatten da ein etwas anderes Forschungsinteresse. In dem übergeordneten Projekt ging es darum, Teacher Noticing bei einer kleinen Anzahl von verschiedenen Mathematik- und Physiklehrkräften bezogen auf mathematisches bzw. physikalisches Denken von Schülerinnen und Schülern zu beschreiben. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass manche Lehrkräfte in ihrem Noticing stark variieren. Speziell bei einer Physiklehrkraft hat sich gezeigt, dass die in Laborphasen nur Prozedurales und Organisatorisches spannend fand und in Plenumsdiskussionen, da hat sie dann sehr gut auf das Schülerdenken fokussiert. Ja, und daraus haben Russ und Luna eine Fallstudie für den Artikel gemacht und dieses Phänomen mit Framing erklärt, also der situativen Einbettung von Ereignissen in Deutungsraster. Sie schließen damit von lokalen Mustern im Noticing der Lehrkraft auf unterschiedliche epistemologische Frames je nach Unterrichtssituation. Sie schließen aus ihren Ergebnissen, dass Teacher Noticing und damit auch Unterrichtspraxis nicht nur von relativ stabilen epistemologischen Beliefs beeinflusst wird, sondern auch von dynamischen, unbewussten epistemologischen Frames. Sie schließen dann weiter, dass lokale Variationen im Noticing von Lehrkräften zu wenig berücksichtigt werden. Gerade wenn Forschende Beobachtungen über längere Zeiträume hinweg akkumulieren oder wenn es um die Trainierbarkeit von Noticing geht. Diese Studie ist also nicht nur ein Beispiel für die Untersuchung von stärker situativen Einflussfaktoren auf Teacher Noticing, sondern sie ist auch ein Beispiel dafür, dass es den Forschenden nicht immer primär darum geht, Noticing an sich zu untersuchen, sondern manchmal wird auch Noticing genutzt als Zugang zu etwas anderem. In diesem Fall schließen sie ja von lokalen Mustern im Noticing auf ansonsten implizite epistemologische Frames. Und es ist ein spannendes Phänomen, wenn man sich die Forschungslandschaft zum Teacher Noticing anschaut. Es sind dann nämlich grundsätzlich zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen wird Noticing selbst als Untersuchungsgegenstand betrachtet und zum Beispiel gefragt, was beeinflusst denn Noticing und so weiter. Zum anderen wird aber auch Noticing genutzt, um andere Konstrukte zugänglich zu machen. So haben Kersting und Kollegen Noticing zum Beispiel als Zugang zum sogenannten Usable Knowledge genutzt. Häufig wird es gemacht, weil diese Konstrukte nur in diesen Prozessen sichtbar werden oder sogar überhaupt erst entstehen. So gesehen ist die Frage also, was manifestiert sich im Noticing? Trotzdem hängen diese beiden Fragen natürlich zusammen. Also Frames werden sichtbar im Noticing, Frames beeinflussen aber auch Noticing. Wir schauen uns jetzt also nochmal an, was wir bisher über Einflussfaktoren wissen.
Also ganz gut erforscht ist, wie gesagt, schon der Einfluss von professionellem Wissen und Beliefs als relativ stabile Personeneigenschaften. Außerdem weisen Studien wie die von Russ und Luna darauf hin, dass auch variierende Personeneigenschaften wie zum Beispiel Framing Noticing beeinflussen. In beiden diesen Fällen handelt es sich aber um individuelle Faktoren. Und es wird im Wesentlichen eine kognitive Perspektive eingenommen. Also wie sieht es denn mit dem Einfluss durch den Kontext aus? Also was ist mit der soziokulturellen Perspektive zum Beispiel? An dieser Stelle haben zum Beispiel Herbst und Chassan, aber auch Blümeke und Kaiser bemängelt, dass kaum berücksichtigt wird, dass es einiges an Forschung dazu gibt, die zeigt, dass Unterricht und die Wahrnehmung von Unterricht stark kulturell geprägt sind. Einerseits durch die Sprache, weil man ja hauptsächlich sieht, wofür man Begriffe hat, und andererseits auch durch soziokulturelle Normen. So hat sich zum Beispiel in der TIMSS Videostudie gezeigt, dass es sogenannte kulturelle Skripts gibt, denen Lehrkräfte mit ihrem Verhalten im Unterricht folgen. Und wenn man sich zum Beispiel diese Definition von Kultur anschaut, also Shared Motives, Values, Beliefs, Identities and Interpretations or Meanings of Significant Events that result from common experiences of members of collectives that are transmitted across generations, dann ist völlig klar, dass Kultur unsere Vorstellung von gutem Unterricht prägt und damit auch, was wir im Unterricht wahrnehmen und wie wir das interpretieren. Es ist also anzunehmen, dass soziokulturelle Normen in Bezug auf Unterricht Teacher Noticing beeinflussen. Und genau diese Normen, die spielen auch eine wichtige Rolle für das, was ich jetzt in Bezug auf die Operationalisierungen von Noticing bisher ausgelassen habe, aber für sehr essentiell halte und was aus meiner Sicht viel zu wenig thematisiert wird. Nämlich, was ist eigentlich gutes Noticing? Ja, warum ist diese Frage so wichtig? Man kann ja auch einfach nur beschreiben, was Lehrkräfte so wahrnehmen. Ja, das stimmt, aber in den meisten Fällen wird tatsächlich implizit eine Bewertung vorgenommen. Allein schon die Annahme der Trainierbarkeit von Teacher Noticing, die ja hinter all diesen Videoclubs und Fortbildung steckt, die impliziert ja die Annahme eines Referenzrahmens. Also in welche Richtung sollen denn die Lehrkräfte fortgebildet werden? Problematisch finde ich deshalb, dass dieser Referenzrahmen häufig sehr implizit bleibt und selten diskutiert wird, wie unterschiedlich es teilweise ist. Hier sehen Sie ein paar Beispiele aus verschiedenen Studien. Also zum Beispiel Improved Depth of Noticing oder Attention Shifted from Pedagogy to Student Mathematical Thinking oder Developed a Range of Perspectives, Missed Opportunities to Probe Student Thinking. Also da stecken unterschiedliche Referenzrahmen dahinter, wohin man da möchte. Schauen wir uns nochmal die Studie von Russ und Luna unter dem Gesichtspunkt an. Ihr Referenzrahmen, der wird in dieser Beschreibung hier ganz gut deutlich. Also es geht um die Lehrkraft, die sie da untersucht haben. She captures both procedural and substantial classroom events and reflects on them in both sophisticated ways, focus on student thinking and classroom discourse, and less sophisticated ways, focus on participation and management. Hier sieht man zum einen, dass die Bewertung beeinflusst ist von einer fachdidaktischen Perspektive. Wenn man bedenkt, dass andere wie Kleinkächten und Seidel ja Teacher Noticing gerade in Bezug auf diese Aspekte untersuchen, die jetzt hier als less sophisticated benannt werden. Und zum anderen sieht man auch den Einfluss der Ideen durch die Curriculumsreform in den USA. Van Es und Shireen haben diese Abhängigkeit ihres Referenzrahmens von ihrem soziokulturellen Umfeld tatsächlich auch mal explizit gemacht und haben den Begriff Professional Vision for Reform Teaching genutzt. Sie beschreiben damit the ability to notice features of a practice that are valued by a particular social group. In manchen Operationalisierungen von Teacher Noticing wird der entsprechende Referenzrahmen aber auch direkt explizit. Unsere Vignetten, die waren zum Beispiel so erstellt, dass in der dargestellten Unterrichtssituation immer eine Normverletzung bezüglich eines bestimmten Unterrichtsqualitätsaspekts vorkommt. In diesem Fall bezieht sich die Normverletzung auf den Umgang mit Repräsentationen. Und je nachdem, ob die Lehrkraft diese Normverletzung als solche identifiziert und interpretiert,
zeigt sie eben erfolgreiches Noticing oder nicht. Aber egal ob implizit oder explizit, es wird klar, dass der Frage, was eigentlich gutes Noticing ist, letztlich die Frage zugrunde liegt, was eigentlich guter Unterricht ist und worauf es dabei ankommt. Und wir sehen auch, dass kulturelle Normen bezüglich Unterrichtsqualität in der Noticing-Forschung eine Doppelrolle spielen. Einerseits beeinflussen sie, was und wie Lehrkräfte wahrnehmen, interpretieren und beurteilen. Andererseits hängen die Ergebnisse der Forschung auch von den Normsetzungen der Forschenden ab. Und ein Grund dafür, dass man darüber aber bisher recht wenig weiß, ist, dass solche Normen innerhalb einer Kultur in der Regel implizit bleiben. Was einem dabei hilft, solche Normen explizit zu machen, sind interkulturelle Vergleichsstudien. Auf diesen entscheidenden Mehrwert von interkulturell vergleichenden Studien haben Siegler und Perry auch schon 1988 hingewiesen. Also interkulturelle Vergleichsstudien führen bei Forschenden und Lehrenden zu einem expliziteren Verständnis der eigenen impliziten Theorien. Und das funktioniert natürlich besonders gut, wenn die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Und genau das mache ich mir in meinem aktuellen DFG-Projekt zunutze. 2018 habe ich zusammen mit Anke Lindmeier das Projekt Tiger Noticing eingeworben, bei dem wir in Kooperation mit einem taiwanesischen Forschungsteam untersuchen, welche Rolle kulturelle Normen in Bezug auf Unterrichtsqualität für das Teacher Noticing haben. Unsere taiwanesischen Kooperationspartnerinnen, die haben dann ein passendes Parallelprojekt eingeworben, was vom dortigen Pendant zur DFG, nämlich dem Ministry of Science and Technology, gefördert wird. Wir erwarten also, dass kulturelle Normen beeinflussen, wie Lehrkräfte Unterricht wahrnehmen, interpretieren und beurteilen. Aber nicht nur das, sondern es ist auch davon auszugehen, dass solche Normen beeinflussen, was wir als Forschende erwarten, dass die Lehrkräfte wahrnehmen sollten. Wenn uns die Rolle von kulturellen Normen für Teacher Noticing interessiert, dann reicht es also nicht, einfach deutsche und taiwanesische Lehrkräfte zu vergleichen. Das Ganze kann nur valide sein, wenn wir auch explizit die Expertenebene, also Mathematikdidaktikerinnen, Mathematikdidaktiker in den beiden Kulturen als Referenzrahmen mit einbeziehen. Unser Forschungsdesign sieht deshalb so aus, wie Sie es hier auf der Folie sehen. Also wir vergleichen erstmal die spezifischen Expertennormen in Deutschland und Taiwan und das ermöglicht dann wiederum Teacher Noticing relativ zu den jeweiligen kulturellen Expertennormen im Sinne von Konsistenz zu messen. Unser erstes Forschungsziel bezieht sich deshalb also auf den Vergleich auf Ebene der Expertinnen und Experten. Und da identifizieren wir erstmal solche Normen. Und wie machen wir das? Naja, auch mit Hilfe von Vignetten. Aber nicht einfach mit irgendwelchen von uns in Deutschland entwickelten Vignetten, weil sonst da ja schon im Prinzip unsere Normen drinstecken würden. Sondern schon bei der Entwicklung von diesen Vignetten ist das interkulturelle Projektteam tatsächlich von Anfang an relevant. Erstmal haben wir uns auf einen inhaltlichen Fokus geeinigt, der in beiden Ländern in der Sekundarstufe zentral ist, nämlich Funktionen und Gleichungen. Und außerdem auf drei Unterrichtsqualitätsaspekte, die ebenfalls in beiden Ländern wichtig sind, die aber auch potenziell unterschiedlich verstanden werden. Umgang mit Repräsentationen, Umgang mit dem Denken der Lernenden und Einsatz von Aufgaben. Und dann haben wir getrennt in unseren nationalen Teams Vignetten entwickelt, und zwar jeweils drei zu jedem der drei Unterrichtsqualitätsaspekte. Und zwar so, dass jeweils aus unserer Sicht ein spezifischer Normverstoß vorkommt. Dann wurden die Vignetten ausgetauscht zwischen den Teams. Es gab einen ersten Check. Also sind die Unterrichtssituationen in Deutschland bzw. Taiwan prinzipiell so vorstellbar? Wenn nicht, dann musste da erstmal bearbeitet werden. Dann folgten die Übersetzungsprozesse in die nationalen Sprachen. Und am Ende von diesem komplexen, inkrementellen Prozess, den ich jetzt sehr verkürzt dargestellt habe, hatten wir dann 18 Vignetten, die alle potenziell einen Normverstoß in Bezug auf Unterrichtsqualität enthielten, zumindest aus der Perspektive einer der beiden Länderteams. Aber weil natürlich nicht unsere Forschungsteams die Mathematikdidaktik in den beiden Ländern repräsentieren können,
haben wir anschließend eine breit angelegte Online-Expertenbefragung in beiden Ländern gemacht. Wir haben die Vignetten, also Mathematikdidaktikerinnen, Mathematikdidaktiker in beiden Ländern vorgelegt, zusammen mit der Frage, die wir auch Lehrkräften stellen würden, und haben geschaut, ob sie die potenzielle Normverletzung als solche erkennen. Wir nutzen hier also Noticing, um Expertennormen auf situierter Ebene zu erfassen. Diese Normen sind also in dem Fall genauso ein Konstrukt, was erst durch das Noticing so richtig sichtbar wird. Und die Idee war, dass die Existenz einer solchen Norm in einem Land als bestätigt gelten kann, wenn der spezifische Normbruch von den jeweiligen Experten mehrheitlich erkannt wurde. Damit so eine Bedingung aber sinnvoll ist, braucht man natürlich eine möglichst repräsentative Stichprobe. Dazu haben wir in Deutschland auf Basis der GDM-Mitgliederliste 30 Mathematikdidaktik-Professorinnen und Professoren, die nicht ausschließlich im Bereich der Primarstufe forschen, randomisiert gezogen und angeschrieben. An der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns da unterstützt haben und mitgemacht haben. In Taiwan hat man einfach alle 31 Personen angeschrieben, die diese Kriterien erfüllen. Die Rücklaufquote war in beiden Ländern ca. 60%, sodass wir Daten von jeweils 19 Professorinnen und Professoren haben. Hier in der Tabelle, da sehen Sie nochmal einige Informationen zu dieser Stichprobe Länder vergleichend gegenübergestellt. Wir sind mittlerweile in den letzten Zügen der Auswertung von dieser Expertenbefragung und an dieser Stelle möchte ich Ihnen einfach mal einen kleinen Einblick geben, was da so passieren kann, und zwar anhand von einer Beispielvignette. Also das ist eine von diesen Vignetten, die wir den Expertinnen und Experten gegeben haben. Lies sie einfach mal kurz vor. Die Lehrkraft L wiederholt das Thema Lösen von quadratischen Gleichungen einen Monat nach der Einführung. L schreibt die folgende Aufgabe an die Tafel. Löse die quadratische Gleichung x plus 1 mal x gleich 6. Schülerinnen und Schüler arbeiten eine Minute selbstständig an der Aufgabe. Schüler 1. Ich weiß das Ergebnis, es ist 2. Lehrkraft. Hat jemand ein anderes Ergebnis? Schüler 2. Ich habe ein anderes Ergebnis. X kann auch minus 3 sein. Lehrkraft. Gut, das ist richtig. Schüler 1. Wie kann man das zweite X finden? Mehrere Schülerinnen und Schüler haben die gleiche Frage. Lehrkraft. Erstmal solltet ihr sehr vorsichtig sein, wenn ihr eine quadratische Gleichung seht. Normalerweise hat sie zwei Lösungen. In diesem Fall muss man die Gleichung ausmultiplizieren. Schreibt x Quadrat plus x gleich 6 an die Tafel und 6 auf die linke Seite bringen. Schreibt x Quadrat plus x minus 6 gleich 0. Jetzt können wir die Gleichung lösen. Wie machen wir das normalerweise? Also werfen wir mal einen Blick auf ein paar Antworten von deutschen Expertinnen und Experten. Vielleicht erkennen Sie Ihre eigene Antwort ja sogar wieder. Also eine Person hat geschrieben, die Lehrkraft ignoriert die Fähigkeiten der Lernenden, die Methode des scharfen Hinschauens oder den Satz von Vieta zu verwenden. Sie will, dass die Lernenden den Standardlösungsweg über die Mitternachts- oder PQ-Formel verwenden. Dies behindert die Entwicklung von flexiblen Lösungsstrategien der Schülerinnen. Zweite Person. Der Lehrer zielt sofort auf den Formalismus ab, ohne das Potenzial zu nutzen, das in den Antworten der Schüler liegt, aufgrund des vorliegenden Produkts die Lösung auch geschickt zu erraten. Nachfragen bei S1 und S2 hätte das sicherlich geholfen. Dritte Person, dass S1 der gegebenen Gleichung sofort eine Lösung, nämlich 2, angesehen hat, ist Ausdruck von Zahlen bzw. Struktursinn. Diese Leistung bleibt hier aber ganz ohne Anerkennung durch die Lehrkraft. Also das sind exemplarisch drei Antworten, da scheinen sich die Personen relativ einig zu sein. Aber die Vignette wurde in Taiwan erstellt. Das heißt, es ist ein Normbruch aus Sicht des taiwanesischen Forschungsteams implementiert. Und der sieht wie folgt aus. Die Lehrkraft greift das Verständnisproblem von S1, Übergeneralisierung der Strategie für f mal g gleich 0, nicht angemessen auf, sondern vermittelt direkt Faktenwissen zur Anzahl der Lösungen und ein Standardverfahren. Das heißt, man ist auch hier der Meinung, dass man mit der Antwort von S1 hätte anders umgehen sollen. Aber sie sehen dahinter ein Verständnisproblem bzw. eine unangemessene Strategie. Und tatsächlich haben auch die meisten Expertinnen und Experten aus Taiwan in diesem Sinne geantwortet. Ich lese mal wieder drei Antworten vor. Person 1 hat geschrieben, the teacher allowed two students to propose their answers.
However, after detecting that one student's answer was incomplete, the teacher did not further ask him how he obtained the answer to guide him to figure out where the problem is on his own. Zweite Person. Again, the teacher gave a correct method, but did not bother to find out why student one found only one solution. Dritte Person. This session is 1 month after the end of the course of solving quadratic equations. However, S1 and some other students only obtained one solution. Nachdem wir also erstmal im interkulturellen Team induktiv geschaut haben, was die Expertinnen und Experten da an möglichen Normverstößen sehen, haben wir dann ein Codiermanual erstellt und dann im zweiten Schritt alle Antworten anhand dessen codiert. Und zwar haben wir da zwei Aspekte betrachtet. Erstmal, wurde irgendein Normbruch in Bezug auf den Umgang der Lehrkraft mit dem Denken von S1 erkannt? Und dann, welche Norm wurde aus ihrer bzw. seiner Perspektive verletzt? Konkret bei dieser Vignette, also erstmal, wurde der Umgang mit dem Denken von S1 kritisch beurteilt? Und dann, warum wurde dieser Umgang negativ beurteilt? Also entweder die Antwort von S1 deutet auf ein Verständnisproblem bzw. eine unangemessene Strategie hin, was dem ursprünglichen taiwanesischen Normverstoß entspricht, oder sie deuten auf nützliche mathematische Fähigkeiten oder Strategien hin. Und wenn wir uns die Ergebnisse zu dieser Vignette anschauen, dann ist das Bild doch recht deutlich. Also wir sehen, die Mehrheit der taiwanesischen Expertinnen und Experten hat den ursprünglichen Normverstoß erkannt, aber nur ein Deutscher. Und die Mehrheit der deutschen Expertinnen und Experten hat wiederum den alternativen Normverstoß erkannt. Es zeigen sich hier also auf situierter Ebene teilweise unterschiedliche soziokulturelle Normen in Bezug auf den Umgang mit dem Denken von Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht. Dabei spiegeln sich unter anderem von Leung beschriebene Dichotomien bezüglich ostasiatischer und westlicher Mathematikdidaktik wider. Zum Beispiel besteht anscheinend hier ein Unterschied in Bezug auf den entscheidenden Referenzrahmen für die Interpretation und Bewertung des Schülerdenkens, also der Inhalt und seine Korrektheit oder prozessbezogene mathematische Kompetenzen. Da könnte man eben die Dichotomie Prozessorientierung versus Produktorientierung in Bezug auf Mathematik in westlichen bzw. ostasiatischen Ländern drin sehen. Ja, und was bedeutet das denn jetzt für die Noticing-Forschung? Es ist für unsere internationale Forschungscommunity also wichtig, kulturspezifische Aspekte so gut es geht explizit zu machen und zu berücksichtigen. Besonders relevant ist es natürlich für interkulturell vergleichende Forschung. Und dabei ist die Unterscheidung von Aspekten des Konstrukts, die übertragbar sind bzw. kulturspezifisch, wichtig. Und allgemeiner wird es darum gehen, Kriterien zu identifizieren für interkulturell vergleichende Forschung bezüglich eben solcher fachdidaktischer Konstrukte, die hinsichtlich kultureller Normen sensibel sind. Und da könnte eben unser Forschungsdesign beispielsweise als übertragbarer Ansatz dienen. Und eine Richtung, in die man da auch noch denken könnte, ist zum Beispiel adaptives Scoring. So, nach all diesen Überlegungen kommen wir jetzt nochmal zurück auf unsere Ausgangsfrage. Inwiefern ist Teacher Noticing ein zentrales Konstrukt für die Lehrerprofessionsforschung? Shirin und Kollegen selbst haben 2011 die folgende Einschätzung dazu abgegeben. Though it is too early to determine how influential teacher noticing will be, we think that the groundswell of interest raises the possibility that teacher noticing may emerge as another transformative idea in teacher education. Also zurückhaltend optimistisch, würde ich sagen. Und was ich in Bezug auf dieses Konstrukt an Chancen sehe, ist, dass es die kognitive und situierte Perspektive auf Expertise von Lehrkräften verbindet. Und damit ist es ein Konstrukt, das zentral ist im Spannungsfeld zwischen Fähigkeiten und Informationsverarbeitungsprozessen in der Interaktion mit der Anforderungssituation. Und was auch eine entscheidende Chance ist, ist, dass Noticing uns durch die Situierung den Zugang ermöglicht zu ansonsten Implizitem, was erst im Prozess sichtbar wird oder sogar erst entsteht. So zeigen sich in unserem Noticing zum Beispiel eben unsere soziokulturellen Normen in Bezug auf Unterrichtsqualität. Herausforderungen, damit verbundene weitere Forschungsbedarfe gibt es in Bezug auf Teacher Noticing natürlich viele. Es liegt unter anderem daran,
dass so ein Konstrukt ja ungleich komplexer ist als Wissen, weil eben Unterricht mit im Spiel ist. Eine wichtige Frage, die sich einem stellt, wenn man sieht, wie unterschiedlich das Konstrukt ausgelegt, verstanden und beforscht wird, ist die nach einem umfassenden theoretischen Modell. Dadurch, dass das Konstrukt aber für sehr unterschiedliche Forschungsziele genutzt wird, kann man sich wiederum fragen, inwiefern ein solches Modell mehr sein kann als ein allgemeines Rahmenmodell und inwiefern ein solches Modell dann auch wirklich tragfähig und nützlich wäre. Tatsächlich hängt auch von der jeweiligen Forschungsperspektive ab, wie anforderungsnah bzw. standardisiert Noticing operationalisiert wird und welcher Referenzrahmen dabei genutzt wird. Und wie nah man dabei wirklich an die Informationsverarbeitungsprozesse kommt. Da werden auch immer noch verschiedene Methoden ausprobiert, zum Beispiel natürlich auch Eye-Tracking. Die erwähnte Doppelrolle soziokultureller Normen für die Noticing-Forschung, die wirft dabei insbesondere Validitätsfragen auf. Also angesichts dieser ganzen Herausforderung ist deshalb aus meiner Sicht wichtiger denn je, dass wir eigene Zielsetzungen und Entscheidungen bezüglich Konzeptualisierung und Operationalisierung des Konstrukts so explizit wie möglich machen und auch in Beziehung setzen zu anderer Forschung in diesem Bereich. So, das war jetzt das Wort zum Donnerstag und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.